Wo ist das? Bin hier für ein 1100. Da komme ich jetzt aber nicht mehr rein, ne? Ja. Der wird jetzt verhauen hier, leider. Da kommen wir nicht rein. Also er hat noch keine Ambitionen, hier offenbar hochzuwachsen. Was gut ist. Wenn er irgendwann mal hier oben ankommt, dann müssen wir hier schnell durchmachen. Büroangestellte zählt zu den schlechtesten Jobs überhaupt, sagte Bashi. Meinst du im Spiel jetzt? So, wie viel aktuell? 5, 88. Titanisches Leben, Studium, Erfolg. What? Wird hier immer noch studiert oder was? Wieso können wir hier... Jetzt können wir hier titanische Biester rekrutieren. Wow. Okay. Gesundheit 1000, Moral 600. Kollateralschaden 300, okay. Okay. Das ist ja fantastisch. Renter. Hier drüben war das jetzt. Das ist ja richtig schön. Fantastisch. Besser wie unsere Untotenarmee. Ist auch teurer. Ja, 0,25 teurer, aber machen natürlich alle platt, hab ich das Gefühl. Machen natürlich wahrscheinlich auch viel kaputt. Aber die schicken wir einfach rein und dann stampfen die auf alle Leute drauf, die da rumlaufen. Bei uns gibt es kein Corona, deswegen müssen unsere Bürokräfte auch ins Büro gehen und dürfen nicht von zu Hause aus arbeiten. So. Was wir machen können, wir können euch komplett upgraden, damit ihr wieder eins seid. Ja, wobei, wir warten noch mit dem Upgrade. Erst habe ich gesagt, schön weiter ausbauen noch. Dann hier oben auch noch einmal. Dann brauchen wir nochmal 100 für die Raketenbatterie. Konstruktionsschiff ist auf dem Weg. Forschungsschiff hat aktuell nichts zu tun. Why? Er ist hier oben erforscht. Er ist hier. Habe ich dir nicht gesagt, du solltest eigentlich... Ach, der ist hier oben gewesen und wollte das noch machen. Deswegen. Er wollte sich das hier holen. Das heißt, seine ganzen Jobs, die ich ihm gegeben habe, waren jetzt wieder hier, sind jetzt wieder weg. Das heißt, ich muss die ihm nochmal geben. Aber wenigstens hat er überlebt. Das ist ja schon mal was. Meine wandelnden Leichen haben natürlich kein Corona. Nee, nee, nee. Das wurde wissenschaftlich festgestellt. Die sind immer schön mit Maske herumgelaufen und haben Abstand gehalten und deswegen haben die sich nicht infiziert. Waren sehr vorbildlich. Construction venture completed. So. Waffenstillstand mit dir. 37. Wir haben noch 4 Jahre Zeit jetzt dann zum Aufrüsten. A system survey has concluded. Die spricht so wie die Galadriel in Herr der Ringe immer. A system survey has completed. Aber ich mag es, wie wir hier uns quasi langsam nur vorwärts bewegen können. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Bei den Steinis sind wir echt unglaublich schnell gewachsen. Aber hier so kompakt langsam vorwärts kommen, es klappt halt einfach nicht so schnell.
Das ist schon echt auch mal ein anderer Durchgang einfach. Hier oben sind 3, 5 nicht bewohnbare Planeten. Was sehr enttäuschend ist. Tote Welt. Tote Welt. Tote Welt. Lauter tote Welten. So, er baut hier oben noch die Legierung dann an, ab. Wir sind dann nicht gestorben. Wir sind quick lebendig. Guck dir das an, wie wir atmen. Wir sehen frisch aus, haben eine gesunde Gesichtsfarbe. Ich verstehe nicht, was ihr habt. Alles gut. So, hier oben ist schon Schluss. Hier geht's noch weiter. Ja, ist ja schön. Also da können wir auch noch rein. Ich habe das Gefühl, er wächst lieber hier hoch rein, als hier rein. So, Radikalisierung auf Stape ist echt blöd. Das war, Stape war hier drüben, ne? Oh, Moment, das ist gut für uns. Gesinnungsattraktivität plus 100%. Das ist ja ein gutes Ereignis. Das ist ja ein richtig gutes Ereignis. Na gut. Aber das hier, der Kulturschock ist ein bisschen doof. Der ist nicht gewollt. So, in einigen paar Tagen haben wir hier wahrscheinlich den ersten, der hier in die Wirtschaftszone geht. Energy Credits mehr, sehr schön. Forschungsalternativen, Energienetz, blauer Laser, Gefechtsrolle. Bei Gefechtsrolle sind wir schon ganz gut fortgeschritten. Haben wir nur noch 9 Monate, dann machen wir das auch gleich noch. Und du musst jetzt natürlich hier oben noch ausbauen. So, und jetzt müssen wir die Legierung ansammeln. Sobald wir hier fertig sind, damit wir die Schiffe endlich wieder auf Vordermann bringen. Und dann müssen wir uns um das hier kümmern. Ausstellung Spezialprojekt organische Überreste. Organische Überreste. Ah, Cybrex. Das ist wo? Hier drinnen. Dann müssen wir dir deine Jobs nochmal zuteilen, richtig? Ein Feature, das mir immer noch fehlt bei Stellaris, ist, dass du so einer Befehlskette dazwischen noch Befehle, andere Befehle reinsetzen kannst. Oder dass die KI dann selbstständig erkennt, ich setze jetzt hier noch was rein und das hängt sie dann irgendwie dazwischen rein. Sowas würde ich mir wünschen, weil du musst immer die ganze Befehlskette dann wieder neu bauen. Und ich weiß auch nicht. Bisschen doof. Ein sehr nerviger Gesandter. Harnische Gesandte. Was machen wir denn mit dem? Hinzufügen des Modifikators verschwundener Gesandter für 120 Monate. Bringt uns Fraktionszustimmung. Der Gesandte würde sterben. Hier. Oh, hier verlieren wir Einfluss. Okay, ich will keine Einflusspunkte, das ist mir egal. Wir haben ja eh schon eine schlechte Meinung, oder? Ja. Da kommt es auf die paar Punkte auch nicht mehr an. Da kommt es auf die paar Punkte auch nicht mehr an. Wir sind hier mittlerweile schon etwas aufgestiegen. Aber das ändert sich offenbar nicht mehr mittlerweile. Also besser wird es hier nicht derzeit. Was machen wir denn mit unseren Einflusspunkten? Wir könnten die Einflusspunkte momentan auch für die Erlasse noch verwenden. Forschungsgeschwindigkeit sozial zum Beispiel. Ist leider nichts dabei. Also wenn, dann noch das hier unten für 100. Das holen wir uns mal.
Ansonsten, Bewohnerunterhalt für Konsumgüter ist momentan kein Problem. Erfahrungszuwachs brauchen wir nicht. Das ist alles nicht das, was wir haben wollen. So, wir haben die einfachen Gefechtsrollen. Laserproduktion, Forschungsstation, Superantrieb. Sind wir ein bisschen besser unterwegs, dann ein bisschen schneller. Ich würde da aber lieber erstmal auf die Schilde gehen. So, hier ist noch alles aktuell. Feuerrate erhöht. Ne, Feuerrate bleibt gleich, aber die Positionierung. Hier haben wir Ausweichen und hier haben wir Positionierung, was auch immer das ist. Das Schiff wird direkt auf den Gegner zufliegen und versuchen, so viel Schaden wie möglich auf kurze Distanz zu verursachen. Hier steht, das Schiff fliegt auf kurze Distanz, um feindliche Schiffe abzufangen. Wir lassen das mal hier so. So. Hier drüben ist das gebaut, was wir bauen wollten. Jetzt geht es daran, Legierung aufzubauen. Wir holen uns nochmal was. 250. Ein Cybrips-Artefakt wurde geboren. 150 Ingenieursforschung. Können wir mit den Artefakten aktuell vielleicht noch irgendwas Gutes tun? Nur Energy Credits holen. Vielfalt feiern. Bisschen Einigkeitspunkte. Wir brauchen noch 1000 Einigkeitspunkte. Planetare Entscheidung, Museumsausstellung. Nee. Wir werden mal die Vielfalt feiern. So. A system survey has concluded. Müssen wir hier vielleicht. Es ist hier ein Kolonist drin, ne? Ich kann ja das Gebäude hier drinnen, dieses komische Aufstiegskammer. Müssen wir mal warten, ob wir das hier überhaupt bauen können, solange wir hier nur die Schiffsunterkunft haben dann. Construction venture completed. A study is 700. Wir werden unsere Truppen auffüllen. Wenn wir alle noch verbessern. Nahrung ist aktuell überhaupt kein Problem. Wir machen mal den Energiesauger. Vielleicht können wir den sogar gut einsetzen. Braucht irgendeine Option, um die Reichsausbreitung nochmal etwas zu erhöhen. Am besten, wir bauen dazu was. Wir brauchen hier einen Generatordistrikt. Hier oben in der Reichshauptstadt das nächste Gebäude. Ja, erst das Schenkslager. Ich bin ja fast geneigt, dadurch, dass wir die komischen Titan-Dinger jetzt haben, dass wir das Schreckenslager gar nicht mehr nutzen, sondern dass wir ich hätte schwören können, es gibt ein Gebäude für die Reichsausbreitung, aber das ist bei meinen ist das bei meinen Steinis nur? Ja, wir brauchen noch einen, aber der kommt ja jetzt. Der kommt ja demnächst jetzt. Aber ich überlege nur, ob ich Schreckenslager wegmache dann, ne? Das hieß bei unseren Steinis ein bisschen anders, deswegen finde ich das hier nicht. Konsumgüter. Ah, hier, Verwaltungslimit. Macht aus Konsumgüter Verwaltungslimit. Also wenn, dann müssen wir so Büros bauen.
Haben wir wieder so Bürohengste drin dann, ne? Ich würde sagen, wir reißen das ab, das Schreckenslager, weil wir ja dann hier drüben diese wunderbare Armee rekrutieren können. Hier. Besser hätte es ja gar nicht laufen können. Und normalerweise, wenn wir die einmal gebaut haben, die dürften ja jetzt nicht wegfallen, bloß weil das Schreckenslager wegfällt. Die müssten ja trotzdem hier bleiben. Construction venture completed. So, er ist hier oben fertig. Das Konstruktionsschiffchen, das bleibt jetzt erstmal hier. Zerstörer können wir mittlerweile auch bauen, verdammt. Das müssen wir natürlich auch dann machen. Jetzt kommen die ganz guten Sachen. Sternfeste, dann nochmal Rumpfstärke. Hier die Kristallplatten. Die müssen wir jetzt als erstes machen, weil wir hier schon die Hälfte haben. Oh, 77 ist mir ein bisschen zu. Das dauert noch zu lang. 77 Monate, das dauert zu lange. Nee. Was haben wir denn? Na, wobei, bei den anderen sieht es jetzt auch nicht besser aus. Da sieht es ja auch zapfenduster aus. Okay, also wir machen doch die 77 Monate. Mangels Alternative. Hi, hi. Hey, Rudolf. Ich hab's schon mal gemacht, ja. Es gibt einen neuen Ursprung der Nekroide, den wir aktuell spielen. Sehe ich den hier irgendwo? Hier ist er. Dadurch bekommst du eine Unterspezies, die quasi dann aufsteigt zu deiner Hauptspezies alle 10 Jahre. Und es gibt drei neue Staatselemente. Wir haben jetzt hier Memorialisten drin für Gedenkstätten, die Einigkeit und Sozialforschung machen. Und reanimierte Armeen für ein bisschen Untotenarmee mit dem Schreckenslager. Ansonsten, was haben wir noch? Ja, neue Porträts gibt es natürlich und neue Stimme jetzt, wie man hier gehört hat. Neue Schiffsarten, die mir sehr gefallen, die ich richtig toll finde. Wie die aussehen. Die werde ich wahrscheinlich jetzt zukünftig immer nehmen, weil die das schönste Layout haben, das schönste Design von allen Schiffen in Stellaris. Genau, und das war es aber eigentlich auch schon. Es ist ja nur in Anführungsstrichen ein Species-Pack, also so ein Paket, wo einfach nur eine neue Spezies dazu kommt. Und das ist aber alles, ne? Oh, wir können die Vorherrschaft abschließen. Befehlslimit der Flotte erhöhen. Maximal Fähigkeitsstufe für Admiral um 2 erhöht. Plus Abschluss Kriegsdoktrin. Schaltet die Richtlinie der Kriegsdoktrin frei. Schauen wir uns gleich mal an. Vielleicht können wir jetzt hier noch ein bisschen uns was dazu holen für den Aufstiegsvorteil. Dankeschön, Rudolf. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Gemeinsames Schicksal. Einflusskosten für Untertanintegration haben wir nicht. Führungsstärke. Imperiales Vor... Hier, Verwaltungslimit mache ich halt ungern über den Aufstiegsvorteil, weil ich weiß auch nicht. Es ist halt irgendwie, ich finde es fast verschwenderisch. Monatliche Einigkeit, Dienstleistungen reduziert und Regierungsethik erhöht. Wäre ganz gut. Kapazität der Sternbasen ist kein Problem. Einflusskosten für Sternbasen und Ansprüche reduziert. Einfluss ist halt auch nicht mehr so das Problem mittlerweile. Wir bräuchten etwas für die Regierung, für die Legierung. Also entweder wir nehmen wirklich das in Anspruch, imperiales Vorrecht, oder wir nehmen gemeinsame Vision für die Einigkeit und die Dienstleistungen. Wir haben aktuell einen Malus durch unseren Überhang hier. 10% höhere Technologiekosten, 15% Traditionskosten und 25% mehr Kosten für Kampagne, wobei ich mir nicht sicher bin, was mit Kampagne gemeint ist. Damit wir das ein bisschen ausgleichen. Wenn wir das jetzt machen, bekommen wir 10
mehr Punkte dazu. Das reicht immer noch nicht. 11 Punkte müssten wir bekommen, oder? 10. 10 haben wir bekommen. Aber es lindert schon mal ein bisschen die Malusse, die wir haben. So. So, unsere Schiffe. Erstmal aufgefüllt, dann noch verbessern. Und dann schauen wir mal in den Flottenmanager. So, der Baum ist nichts für uns. Wir haben hier Forschungsstation. Wo ist das hier drinnen? Mach mal das Spezialobjekt und dann die Anomalie. Die Musik, ne? Das ist das, was mir bei Crusader Kings 3 einfach noch so fehlt. Diese Musik, die im Hintergrund läuft, die dich treibt, die dir einfach... Das ist einfach etwas, das so fehlt in Crusader Kings, wenn alles still ist, sich nichts rührt und du einfach nur immer die Klicks hörst. Ein außerirdisches Raumschiff mit einem Logbuch wurde gefunden. Auch hier drinnen, Mensch. Wird ja gar nicht mehr fertig jetzt. Erstmal Cybrex. Und dann den Rest. Strange happenings on foot. Okay. 191 Legierung. Die Schiffe sind aufgerüstet worden. Wir haben jetzt hier die 16 Korvette drinnen. Was wir jetzt machen, ist uns die Zerstörer anzuschauen. Und die automatischen zu löschen. Und da können wir durchaus auch in die Laser erstmal gehen noch. Weil wir die auch demnächst upgraden werden. Da ist auch alles okay. Schiff fliegt auf kurze Distanz. Schiff bleibt auf mittlerer oder auf langer. Ich würde das jetzt ja mal auf mittlere Distanz setzen, oder? Reichweite 60. Ja, wobei Reichweite 50, da wird es aber dann schon knapp hier. Ne, komm, du bleibst auch mal auf kurze Distanz. So. Atopils, du musst in ganzen Sätzen reden. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Und dann werden wir jetzt hier diese Zerstörer mit reinnehmen. Boah, da sind wir schon wieder über dem Limit jetzt. So. Und dann versuchen wir mal hier... Oh, wir können uns einen Zerstörer können wir uns leisten momentan. Meinte der Chip auf Linie. Der hier? Ach so, der hier. Naja, aber das finde ich jetzt nicht so toll, weil da hast du jetzt mittlere Distanz 50 und hier haben wir 60, das wäre okay, aber hier haben wir 50. Das heißt, wir können immer nur den Rand der gegnerischen Schiffe dann angreifen, aber können nicht die mittleren oder die weiter dahinter sind angreifen. Deswegen bleibe ich jetzt hier mal bei Vorposten. Wenn das so ist, wie ich mir das vorstelle. Wie ich mir vorstelle, wie das System das macht. Okay, also jetzt bauen wir ganz schnell auf. 198. Wir hauen jetzt einfach mal alles raus hier. Wir haben wieder ein bisschen was gefunden. Dann ein Spezialprojekt noch untersuchen. Er ist hier oben. Kümmert sich noch um das hier. Und dann würde ich sagen, wenn er hier fertig ist, dann wird er noch die Forschung unterstützen. Hier unten. Dann wird er hier die Forschung unterstützen. Bei uns zu Hause. Weil das hier... Oben, das kann dann in Ruhe er hier noch machen.
Da hat er genug Zeit, wir können uns momentan sowieso nicht ausbreiten. Rubrikator haben wir gefunden. Machen wir gern. Hallo? Okay. Hat sich hier das jetzt gerade aufgebaut? Ich glaube ja, oder? Das war vorher noch nicht. Oder war das nur das hier? So, haben wir noch irgendwo... Da müssen doch noch das ein oder andere... Hier. Hier ist noch eine Anomalie. Eine starke. Hier oben auch noch eine starke. Und dann, denke ich mal, haben wir alle. Oh, wir sind schon in 38 jetzt. Das heißt, der Waffenstillstand ist ja schon vorbei. Nur noch überlegen momentan. Nur noch überlegen aktuell. Er hier ist überlegen. Und er hier wird überwältigend sein. Also er ist am schwierigsten. Okay, also wir werden ihn auch weiterhin verbessern noch. Die Grenze müsste automatisch zu sein, oder? Ist sie nicht automatisch zu nach dem Krieg? Das wäre ja doof. Grenzen zu Rivalen sind immer geschlossen. Aber wir haben ja auch eingestellt, dass er die Grenzen immer automatisch schließt. Also ich gehe mal davon aus, dass er nach dem Krieg auch automatisch dann die Grenze wieder schließt. Deswegen...